Wie ihr schon in anderen Videos mitbekommen habt, habe ich mir aus dieser Kiste von Ersatzteilen einen Rollstuhl zusammengebaut. Los geht's nach dem Intro. Ja, ich konnte es selbst kaum glauben, aber bis auf die Hinterräder steckt in dieser Kiste tatsächlich ein kompletter Rollstuhl. Leider ist es aber so, dass einige Teile fehlen bzw. nicht ganz passen. So musste ich zum Beispiel das Carbon-Sitzteil um ein paar Zentimeter einkürzen. Das Ganze habe ich mit der Stichsäge mit einem feinen Metallsägeblatt abgesägt und das hat tatsächlich wahnsinnig gut funktioniert. Um herumfliegende Carbonfasern zu vermeiden, habe ich das Ganze nass gemacht. Ist zwar eine Sauerei, aber so kriegt man wenigstens nichts von dem Zeug in die Lunge. Sieht fast aus wie original. Außerdem haben mir ein paar Buchsen und Beilegestücke gefehlt. Deshalb musste ich mir ein paar Buchsen und Distanzstücke an der Drehmaschine selber drehen. So zum Beispiel diese Buchse, die den Fußbügel im Vorderrohr führt. Und weil das alles nicht so richtig zusammenpasst, musste ich die Vorderrohre noch anbohren, damit ich den Fußbügel irgendwie fixieren kann. Dort habe ich dann Gewinde reingeschnitten, um so den Fußbügel im Vorderrohr zu klemmen. Das hat sich aber nicht als die beste Möglichkeit herausgestellt und hier werde ich nochmal nacharbeiten, weil das Ganze auf Dauer nicht fest genug ist. Übrigens sieht man hier auch am oberen Ende der Vorderrohre, wie ich noch ein paar Löcher reinbohren musste, damit ich den Rahmen auf die Länge einstellen kann, die ich haben will. Wie vorhin schon erwähnt, war der Rollstuhl von der Sitztiefe her zu groß. Deshalb musste ich das Sitzteil kürzen und die Vorderrohre weiter ins Sitzteil schieben. Was ich auch ganz interessant fand, das hier ist das Sitzteil und hier seht ihr die Mechanik, die für das Einfalten der Rückenlehne verantwortlich ist. Auf der anderen Seite ist das Ganze zerlegt. Schaut mal, wie viele Einzelteile das sind. Kein Wunder, dass Rollstühle so teuer sind. So, ich habe jetzt mal die Vorderrohre ins Sitzteil geschoben. Das seht ihr hier. Die sind beim Advance hier verschraubt und deshalb ist die Sitztiefe komplett einstellbar. Außerdem habe ich die Traversen vom Achsträger am Sitzteil montiert. Das ist auch nach vorne und hinten verschiebbar und die Achse ist auch in der Höhe komplett verschiebbar. Also das ist das, was am Advance wirklich einzigartig ist. Man kann ihn in alle Richtungen verstellen. Wie ihr seht, ist die Achse silber. Das ist einfach ein Alurohr, weil ich mal ausprobieren wollte, wie der Rollstuhl mit 0 Grad Sturz fährt. Normal war ich bis jetzt immer mit 3 Grad unterwegs. Jetzt baue ich die Träger der vorderen Lenkgabeln an den Rollstuhl. Zwischendurch seht ihr mich immer wieder verschwinden, weil ich an dem Rollstuhl, in dem ich sitze, die Abstände rausmesse, um das Ganze möglichst identisch hinzukriegen. Auch die Vorderradgabeln können beim Advance völlig frei positioniert werden und deswegen ist es umso wichtiger, hier exakt zu arbeiten, sonst hat man später einen krummen Rollstuhl, der nicht so fährt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Als nächstes fädel ich die untere Rückenbespannung auf den Rücken auf, bevor ich die unteren Teile der Scharniere montiere. Auch hier hat man wieder mehr Einzelteile, wie man eigentlich vielleicht erwarten würde. Zwischen dem faltbaren Rücken und dem Sitzteil ist hier eine Serie von Beilagscheiben und Federscheiben, die ich hier mit dem Kabelbinder fixiert habe, damit sie in der Reihenfolge drin bleiben.
etwas tricky, das Ganze zu montieren. So, ich würde sagen, jetzt kann man schon erkennen, dass das Ganze ein Rollstuhl wird. Als nächstes kommen wieder selber gebaute Buchsen zum Einsatz, mit eingeschraubten Buchsen, welche innen die Passung haben, in die die Schnellspannachsen reinkommen. Hier werden also die Hinterräder eingesteckt und das Ganze hat dann 0 Grad Sturz. Wenn ihr euch fragt, was Sturz ist, hier oben habe ich euch ein Video dazu verlinkt. Jetzt kommt dann der Fußbügel rein. Ich justiere das Ganze noch 100.000 Mal und kontrolliere alles und stecke als nächstes die Hinterräder drauf, um dann alles auf der geraden Platte, auf der der Rollstuhl steht, nochmal so zu justieren, dass wirklich alle Radabstände und die Sitzfläche und alles gerade ist und auf dem Maß, auf dem ich es haben will. Nachdem ich diesen Rollstuhl ja so leicht bauen wollte, wie es irgendwie geht, mussten natürlich diese ewig langen Rohre mit den Schiebegriffen auch weichen. Der Gummi ist extrem schwer und die Rohre sind sehr dickwandig und ich brauche das nicht, weil das Rückenteil eigentlich schon so lang ist, wie ich es brauche. Weil es aber ziemlich unbequem ist, wenn das Rückenteil oben so kantig ist, habe ich mir extra noch aus dünnem Rohr so eine Art Schiebegriffe gebaut. Hier spare ich nochmal deutlich Gewicht ein, aber den Gewichtsvergleich seht ihr später. Zum Schluss kommt über meine selber gebauten Griffe noch ein Schrumpfschlauch drüber und dann sieht das Ganze schon ganz gut aus. So, und was kam jetzt bei der ganzen Aktion raus? Ich habe jetzt einen zweiten Rollstuhl, der im Prinzip baugleich zu meinem ersten ist. Er hat andere Antriebsräder, kleinere Vorderrollen, nämlich 4 Zoll und 0 Grad Sturz im Vergleich zu 3 Grad bei meinem normalen Stuhl. Und er ist jetzt schon leichter als mein anderer Rollstuhl. Aber ein paar Erleichterungsmaßnahmen werden noch kommen. Dadurch, dass die Hinterachse eine Art Eigenbau ist, konnte ich jedes Rad so nah wie es geht an den Rollstuhl ranschieben. Hier zwischen den Speichen und den Seitenteilen sind nur noch wenige Millimeter Platz. Schmäler geht's also nicht. Somit ist dieser Stuhl von Greifring Außenkante zu Greifring Außenkante nur 55 cm breit. Das reicht gerade so, um durch die Tür einer normalen Toilettenkabine zu kommen. Im Vergleich dazu ist mein anderer Rollstuhl gut 6 cm breiter, was ein deutlich spürbarer Unterschied ist. Dadurch, dass die Stühle fast identisch sind, kann ich jetzt die einzelnen Komponenten noch besser testen und merke zum Beispiel ganz gut, dass ich mit 0 Grad Sturz eigentlich genauso gut unterwegs bin wie mit 3 Grad. Gewichtsmäßig schaut es folgendermaßen aus. Mein Rollstuhl mit 3 Grad Sturz wiegt 12,7 Kilo und der gerade gebaute mit 0 Grad wiegt immerhin gute 2 Kilo weniger. Eigentlich war mein Ziel unter 10 Kilo zu erreichen, aber das kommt im nächsten Video zu dem Thema. So, das war mal wieder ein bisschen technischer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war hilfreich. Lasst mir gerne einen Like da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.